Also das ist tatsächlich real und verbrieft. Also das Ganze fing an nach dem Tod von Jimmy Savile, dem Tod von Cyril Smith, dem wichtigen Politiker. Und erst nach deren Tod konnte das Kartell des Schweigens durchbrochen werden und es kamen dann 80 Leute, die dann gesagt haben, wir waren Opfer, und in vielen Fällen konnte sich das erhärten. Natürlich nicht in allen, vieles ist auch verjährt, aber wir haben es tatsächlich mit einer organisierten Vertuschung zu tun. Jetzt soll ein Lord aus dem Oberhaus 12 Kinder vergewaltigt haben, auch das eine neue Entwicklung. Dann ein Bürgerrechtler hatte dann 20 oder 40 Politiker aus allen wichtigen großen Parteien genannt als Pädophile, organisierte Pädophilkriminelle. Die britische Presse darf jetzt wegen den täterfreundlichen Gesetzen in England nicht immer die Namen nennen. Laut den Quellen sind diese Verbrechen aber extrem gewesen. Also wir reden hier nicht nur über, hey, Hand aufs Knie und Tätschel, Tätschel, sondern das Härteste, was man sich vorstellen kann. Dann heißt es, 114 geheime Dossiers über Pädophile seien verschwunden. Der Innenminister Leon Britton hätte diese Dossiers damals erhalten und hätte sie dann verloren. Jetzt wird er, der ehemalige Innenminister, selber verhört wegen Vorwürfen. Er hätte früher eine Studentin vergewaltigt. Es wurden in dem Fall damals keine Untersuchungen durchgeführt. Also man hat von vornherein gesagt, nö, da wird nichts draus. Bisher durften die Täter einen Hochverdächtigen erst unbehelligt an Alter sterben, bevor etwas passierte. Lord Tebbit erklärt offen, es gäbe wohl eine Establishment-Verschwörung, um die pädophilen Täter zu schützen. Aber keine Sorge, David Cameron ernennt einen Top-Anwalt, um die Sache zu klären, und setzt ganze 7 Ermittler auf die Sache an. In anderen Fällen wurden dann mal 30 oder 100 Ermittler ernannt, jetzt sind es nur 7. Hohe Labour-Parteimitglieder seien früher noch mit der pädophilen Organisation Pedophile Information Exchange in Verbindung gestanden. Und diese Organisation wollte Kindersex legalisieren. Jetzt haben wir die jetzige Innenministerin Theresa May und sagt, ja, es gibt organisierten Kindesmissbrauch, wir brauchen eine richtige Untersuchung. Mhm. Es gab übrigens einen weiteren Home Secretary, Innenminister, ehemaligen, der unter Vorwürfen steht. Und dann fragt man sich, ob man tatsächlich in diesen Kreisen verkehren muss, um überhaupt eine Politkarriere haben zu können. Also alle möglichen Behörden haben versagt, um die Kinder zu schützen. Also die öffentlichen Einrichtungen, Privatfirmen, das Gesundheitsministerium, die BBC, die Kirche. Natürlich, die BBC hat ihren eigenen Pädoskandal. Sie beschäftigen ja auch Jimmy, ich schände Leichen, Savile. Das Ganze natürlich auch interessant im Vergleich zu den Ermittlungen um den Sachsensumpf. In Deutschland hat jetzt irgendwie der zweite Untersuchungsausschuss zum Sachsensumpf die Arbeit eingestellt. Offiziell heißt es, da war nichts dran, das war eine Hysterie. Andere Abgeordnete sagen, nein, hier war tatsächlich einiges im Gange, das war organisiert und es wurde großflächig vertuscht. Also Theresa May verspricht die Aufklärung. Und hier haben wir Fotos von Lord Britton, der ehemalige Innenminister der Tories, der jetzt auch unter Vorwürfen steht. Leon Britton hätte auch diese wichtigen Dossiers verloren, nach eigenen Angaben, er könne sie nicht mehr finden. Das ganze Land steckt also in der Krise, im Desaster. Hier haben wir einen Herrn, nämlich Simon Danjuk, sagt, ich wurde gewarnt, ich solle keinen Aufruhr machen um Leon Britton, denn das könnte zu Leons Tod führen. Und zwar, Simon Danjuk ist ein Parlamentsabgeordneter der Labour-Partei. Ein Tory-Minister hätte ihn damals gewarnt, mach keinen Aufstand, nenne bloß nicht Britons Name. Und Lord Britton sagt, er hätte diese Dossiers weitergegeben. Das Ganze ist natürlich dann unglaublich, was hier vorgefallen ist. Also nicht nur die Entertainment-Branche und die großen Sender wie die BBC waren durchsetzt von Pädophilen, die gedeckt wurden. Die Politik ist durchsetzt von Pädophilen, auch wohltätige Einrichtungen, Kinderheime vor allem, durchsetzt von Pädophilen.
Unglaublich, was hier vorgefallen ist. Es handelt sich also um eine einmalige Gelegenheit, meine Damen und Herren, das Establishment richtig aufzumischen, Psychopathen aus der Regierung zu entfernen, ihre gerechten Strafe zuzuführen und natürlich dann auch noch in einem Aufwasch ja, weitere korrupte Verbindungen und Verbrechen aufzudecken. Was wir nicht machen dürfen, ist jetzt den üblichen Spin draufzulegen. Also gerade, ja, wie gesagt, die Bloggersphäre versucht das gerade wieder. Sie sagen halt einfach, seht her, das ist wieder mal der Beweis dafür, dass der Westen verkommen ist und natürlich kein Wort wird verwendet auf ähnliche Entwicklungen im Osten beziehungsweise anderswo auf der Welt. Es ist immer überall das Gleiche. Meine Damen und Herren, die meisten Wähler, die meisten Bürger können keine anständige Person von einem Kriminellen, schon gar nicht von einem Psychopathen unterscheiden. Die meisten Leute können diese Unterscheidung nicht fällen, selbst wenn mehr Informationen vorliegen. Wie soll sich also etwas anderes entwickeln können?